Moin, moin, Leute, Hallihallöchen und herzlich willkommen. Wir sind hier mit Wilbur und den vier, also 1, 2, 3 und den vierten sind wir hinter uns in dieser wunderschönen Höhle mit den Sternenlichtern, die wir von Ivo bekommen haben, die übrigens auch hier ist. Also wir können wechseln und wir müssen die vier Statuen bzw. die Götter auf unsere Seite bringen, damit ihr zählen, wie wir auf den im Rande nicht erkennenden Tempel kommen, indem wir nur den dunklen, schwarzen See überqueren können. Aber das will ich an ihrer Stelle nicht tun. Daher müssen wir den Göttern helfen und das tun wir Was jetzt. Was soll ich für dich tun? Gar nichts. Ich wäre dafür, dass es mit der Geschichte vorangeht. Wir haben gesagt, er muss für jeden von uns eine Aufgabe lösen. Aber du weißt ja nicht, was auf der Insel passiert. Es wird sehr spannend und sehr emotional. Was passiert auf der Insel? Hier bei uns werden Rätsel gelöst, wenn man vorankommen will. Wie in der guten alten Zeit. Also gut, eine Aufgabe. Erzähle mir eine Geschichte. Das ist doch wohl kaum eine geeignete Aufgabe. Geschichten erzählen ist nicht leicht. Es muss eine kreative und spannende Geschichte sein, die meinen hohen Ansprüchen genügt. Na los, Kleiner, denk dir eine Geschichte aus und hau uns aus den Socken. Ein junger Farmer auf einem Planeten mit zwei Sonnen. Mit zwei Sonnen? Ein Farmer? Das sind alles Anspielungen auf Filme, ne? Zum Beispiel der hier. Ein Junge, der bei seinen fürchterlichen Verwandten unter einer Treppe lebt. Harry Potter. Indiana Jones, also ein Archäologe. Oder es kann ja auch Tomb Raider sein. Und das kennen wir alle, der König der Löwen. Aber das da oben. Ein junger Farmer auf Planeten mit zwei Sonnen. Ist das nicht Star Wars? Farmer ist ja... Mir kommt es gerade nicht in den Sinn, aber ich weiß, ich habe den Film schon gesehen. Zwei Sonnen. Verdammt! Na, auf jeden Fall, Indiana Jones ist ja sehr geladen. Da würde ich den hier Ein nehmen. Ein Archäologe, der gerade noch so einer großen Steinkugel entkommt. Ach, du Heilige. Ein weißes Kaninchen mit Taschenuhr? Nee, das ist ja eine Anspielung auf Alice. 13 Zwergen. Das ist wie 7 Zwerge einfach mit 13. Bemerkt, dass er Superkraft hat. Das ist... Boah. Superman. Will ein neues Leben jenseits des Ozeans beginnen und besteigt ein unsinkbares Schiff. Ist es Jack Sparrow oder eher einfach eine wirkliche Sache? Na gut, also ich würde, Superkraft ist so superheldenmäßig, ist so immer. Wunderland wollen die Götter wahrscheinlich gar nicht hören. Ich schweife zwischen den hier zwei, obwohl das hier wirklich ziemlich geil klingt. Also ich würde 13 Zwerge also nehmen. Also der bekommt unerwarteten Besuch von 13 Zwergen. Aha, packende Prämisse, spannende Charaktere. Der erste Akt ist geschafft. Wie ist die weitere Entwicklung und was ist der Showdown? Ach du Heiliger, trifft ein Mann, der ihm eine rote und eine blaue Pille zeigt. Und später? Rote und blau, ein Mann, der rote und blaue Pille. Och, den Film habe ich auch schon gesehen. Mensch, wieso weiß ich das nicht mehr, wo der herkam? Ah, das ist wie auf der Zunge, aber rausgespuckt. Na gut, er hat Hunger und soll in einer Arena einen natürlichen Wettbewerb gegen anderen kämpfen. Den Film habe ich auch gesehen. Da werden starke Männer... Moin, Leute, hallo, nach einer kurzen Unterbrechung bin ich wieder hier. Und wie geht's weiter? Das wissen wir noch nicht. Also, es wird ein Captain kommen. Es wird ein Captain. Es kommt ein Captain. Und bekommt es mit Zombies, Tintenfischpiraten zu tun. Und später. Also, es ist,
Zombie- und Tintenfischpiraten sind auf jeden Fall Jack Sparrow, Flug der Karibik. Als sein Vater stirbt, wird das Oberhaupt der Familie und nimmt blutige Rache. Ist das damals? Keine Ahnung, auf jeden Fall, nehmen wir es sowas denn. Also dann immer. Als nächstes, trifft er einen Mann, der ihm eine rote und eine blaue Pille zeigt. Und später... Kann er dem Aquarium, in dem er die ganze Zeit gefangen war, entkommen? Das ist ja Nemo, glaube ich. Ich weiß es nicht. Kreuzt er die Strahlen mit seinen Freunden und kann so die Geister besiegen? Ist das, wie heißt das? Ist der gute alte Klassiker. Trifft er und Jenny sich mit dem Wasser wieder? Ist das, ich kenne die, ich habe die Filme gesehen, aber kann sie nicht meinen Namen nennen. Das ist so doof. Wird sein Roboter Freud ins flüssige Eisen hinabgelassen? Ist das, ich habe keine Ahnung. Ja, dann nehmen wir doch mal... Kreuzt er die Strahlen mit seinen Freunden und kann so die Geister besiegen. Doch dann der Twist. Oh, du Heilige! Derselbe Tag beginnt wieder von vorne. Er war die ganze Zeit selber tot. Traum in Traum in Traum. Kennen wir. Ach, das ist witzig. Also er... Er ist Kaiser Soze. Ah! Sehr originell. Kaiser, wer? Meine Unterstützung hast du, junger Freund. Damit habe ich einen Gott schon mal auf meiner Seite. Cool. Fehlen noch zwei. Nee, ich will noch drei. Aber gut. Hallo. Guten Tag. Wünschst du mir einen guten Tag? Oder meinst du, dass es ein guter Tag ist, egal was wir wünschen? Oder dass du an diesem Tag alles schön und gut findest? Wenn du der Gott der Rätsel bist, müssen wir, glaube ich, mal ein ernstes Wort miteinander reden. Wieso? Warum muss immer alles so kompliziert sein? Eine unverschlossene Truhe. Jemand, der einem ohne Gegenleistung hilft. Ist das denn zu viel verlangt? Nichts in dieser Welt, das sich zu haben lohnt, fällt einem in den Schoß. Ja, aber Schachrätsel, um Türen zu öffnen? Komplizierte Maschinen in untergegangenen Tempeln, die völlig sinnlos gewesen sein müssen, als der Tempel noch in Betrieb war? Meine Rede lenkt alles nur von der Geschichte ab. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ein Tänzchen aufführen, um für einen Blitzeinschlag zu sorgen? Ist doch großartig. Ich schätze mal, deine Gunst kann man nur erlangen, wenn man irgendwelche seltsamen Aufgaben erledigt. Nein, keine Aufgaben. Rätselfragen. Das ist alles, was mir geblieben ist. Wenn du mir eine Frage stellst, die ich nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Das kommt mir bekannt. Mein erstes Rätsel für dich lautet... Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Warte mal, noch einmal. Kannst du die Frage noch mal wiederholen? Was hat Wurzeln, die keiner sieht? Ragt höher als Bäume und Wipfelsäume, wächst nie und treibt nicht und reicht doch ins Licht. Also, er hat auf jeden Fall Wurzeln, die sieht man nicht. Dann ist er höher als Bäume. Also ein Fluss kann es mal nicht sein. Ein Turm ist höher als Bäume. Er treibt nicht, aber er sieht ins Licht. Ein Turm geht nicht über die Wolken, aber ein Berg. Ein Berg müsste es sein. Wurzeln, die keiner sieht, höher als ein Baum, wächst aber nie. Ein Berg. Es könnte ein Berg sein.
Es ist ein Berg. Gut gemacht. Du bist an der Reihe. Stell mir eine Frage. Wenn ich sie nicht beantworten kann, hast du meine Gunst erlangt. Leider Gottes, meine Freunde, schon wieder eine Pause eingelegt. Aber na gut. Ich frage mich eben, das haben wir schon vorhin beantwortet mit 42. Also ich habe es mit 42 nicht hinterher. Von mal das. Was ist das Geräusch eines fallenden Baumes, der mit nur einer Hand gefällt wird? Und zwar, wenn niemand hinhört. Wie ist das Geräusch eines fallenden Baumes, der mit nur einer Hand gefällt wird? Und zwar, wenn niemand hinhört. Das ist, glaube ich, nicht richtig. Natürlich ist es das. Ich bin der Gott der Rätsel. Ich bin absolut allwissend. Aber... Ich bin dran. 32 Schimmel auf einem roten Hang. Erst mahlen sie, dann stampfen sie und warten wieder lang. Also müssen ja auch die Fragen beantworten. Das heißt, das ist schon mal weg. Zähne können sie mit einem roten Hang. Ein Fliegenpilz mit weiß, aber die mahlen nicht. Zähne, die kauen, malen, sind auf einem roten Hang. Also, guck mal. Also sind rote Hänge und kauen dreimal am Tag, theoretisch gesehen. Manchmal weniger, manchmal mehr. Also würde ich wirklich sagen, Zähne. 32. Weiß auf einem roten Hang. Zähne? Zähne. Nun, das... Klepp. Dann mal die nächste Frage. Was ist die Antwort auf die Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? 41,5. Ich, 42. Bist du... Natürlich, ich bin der Gott der Rätsel. Ich bin absolut allwissend. Andere können sich verrechnen. Ich nicht. Aber... Ich bin dran. Schreit ohne Stimme, fliegt ohne Schwinge, beißt ohne Zahn, murmelt und pfeift. Kein Mund hat's getan. Würde geil. Okay. Der Wind, ganz klar. Schreien, fliegen, beißen, murmeln und pfeifen? Ganz klar, der Wind. Na gut, das war aber auch einfach. Du bist dran. Versuch dein Bestes. Was habe ich in meiner Tasche? Ein paar Flusen. Und außerdem einen Ring. Ein Verkleinerungsring, um genau zu sein. Ein magisches Gerät, das einige einen Klicker nennen. Und nein, das war's. Oh, wow. Tja, Gott, ich bin dran. Etwas, das alles und jeden verschlingt. Baum, der rauscht, Vogel, der singt. Frisst Eisen, zermalmt den härtesten Stein. Zerbeißt jedes Schwert, zerbricht jeden Schrein. Schlägt Könige nieder, schleift ihren Palast, trägt mächtigen Fels fort als leichte Last. Wasser, früher oder später knackt alles und jeden. Die Könige, Wasser, kann einem töten? Ja. Was nicht, das ist... Wasser ist lebendig und die Zeit, die ist wirklich... Die Zeit wird voranschreiten und niemand... Ja, es ist die Zeit. Du meinst die Zeit, oder? Nichts kann sich davor verstecken. Kein Baum, kein Stein, kein König. Nicht einmal Götter. Alles hat seine Zeit und alles geht vorüber. Richtige Antwort. Du bist dran. Wenn du allwissend und allmächtig bist,
Kannst du dir eine Frage ausdenken, die so schwierig ist, dass du sie nicht beantworten kannst? Natürlich, ich kann alles. Aber wenn du auch allwissend bist, müsstest du die Antwort auf jede Frage kennen. Natürlich weiß ich... Hier ist mein Angebot. Du schenkst mir deine Gunst und wir lassen das lästige Thema Allmacht unter den Tisch fallen. Damit hast du die eigentliche Aufgabe, die ich dir ohne dein Wissen gestellt habe, gemeistert. Du hast meine Gunst erlangt, spitzfindiger Sterblicher. Damit habe ich zwei Götter in der Tasche. Und nun, meine Freunde, habe ich euch auch in der Tasche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.